Jo Leute, willkommen zum neuen Video von mirtrick.com, euer Shop für Nischenideen. Heute möchte ich euch den Unterschied zwischen einer statischen Seite und einer Beitragsseite, also einer dynamischen Seite, zeigen und für was man was verwenden sollte und warum. Die Einstellungen hierfür finden wir unter Einstellungen und Lesen. Standardmäßig ist es auf deine letzten Beiträge ausgewählt und eingestellt. Das bedeutet, wenn wir unsere Startseite aufrufen, dann wird hier immer der letzte Beitrag angezeigt. Also die Beiträge, wo man hier unter Beiträge anlegen kann. Und dann werden die hier untereinander angezeigt und immer der neueste. Also es ist dynamisch. Wenn wir das aber nicht wollen, sondern wir wollen fest Inhalte draufschreiben auf unsere Startseite, die immer da bleiben, außer wir ändern sie natürlich, aber dass da nicht irgendwie andere Inhalte drauf sind und wir das Ganze gut designen können und so, dann müssen wir es umstellen auf eine statische Seite. Das können wir dann unter eine statische Seite in Klammern Unterseite auswählen machen. Startseite und dann wählen wir unsere Startseite aus. Da könnt ihr auch eine andere Seite nehmen, aber es soll halt für euch die Startseite sein. Ich habe die hier mal Startseite genannt, Änderung übernehmen. Die Seite müssen wir natürlich erst unter Seiten anlegen, aber das Ganze haben wir euch in einem anderen Video schon gezeigt, wie ihr Seiten anlegen könnt. Wenn wir jetzt die Startseite aufrufen, dann ist es unsere Startseite. Hier ist noch kein Text drauf oder so, unser Menü ist auch noch nicht gesetzt, aber ich schreibe hier mal einen Text rein. Aktualisieren, ruft die Startseite wieder auf und dann steht hier der Text drin. Also ist unsere Startseite und das Ganze bleibt jetzt immer da und wird nicht mit den neuen Beiträgen, die wir unter Beiträge anlegen, überdeckt. Aber jetzt brauchen wir noch eine Seite, wo unsere Beiträge angezeigt werden, weil die ganzen Beiträge, wo wir schreiben, soll der Nutzer ja auch lesen können. Und dafür legen wir eine Ratgeberseite oder eine Beitragsseite an. Unter Seiten können wir hier auch ganz normal eine Seite anlegen, die wir Ratgeber oder Beiträge nennen oder News, je nachdem wie ihr wollt. Und die können wir dann unter Einstellungen bei Lesen Beitragsseite auswählen. Also und dann Ratgeber in dem Fall heißt die. Die kann bei euch auch irgendwie News oder so heißen. Da werden halt eure Beiträge angezeigt, eure Blogartikel. Änderung übernehmen. Und jetzt ändert sich an der Startseite nichts, sondern wir rufen unsere Seite Ratgeber auf. Und hier werden dann unsere Ratgeberartikel angezeigt. Und jetzt haben wir das gleiche, wie wir davor an der Startseite hatten, gesondert auf einer Unterseite, wo extra für die Beiträge vorgesehen ist. Und so können wir unsere Startseite gestalten, unabhängig von den Beiträgen, die wir sonst veröffentlichen. Das Ganze hat natürlich auch einige Vorteile, wie der Nutzer sich zurechtfindet, weil wenn hier nur irgendwelche Beiträge sind, wo man ein paar Wörter lesen kann, ist das Ganze ja nicht so schön und wir wollen ja einfach eine feste Startseite haben, worunter wir unsere Inhalte veröffentlichen. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Alle Fragen in die Kommentare, wir werden uns bemühen, alles zu beantworten. Wir sehen uns dann im nächsten Video, haut rein, bis dann, ciao!